Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ich habe unser ganzes Metall in den Schmelzofen geschmissen. Hab etwa um die 1000 Beton geordert. Und nun verbrauchen wir das, was noch... Was noch so... Okay, das war's schon wieder. Was noch so da war. Also, wir brauchen mal wieder ein bisschen was zu beißen. Wir haben 11 von denen. Können wir die... Hallo? Achso, falsch. Können wir die schon mal... ja. Können wir die schon mal setzen, so dass wir... Hallo? Ah! So, dass wir schon mal unsere kleine Reling fertig haben. Denn schließlich haben wir ja nicht vor, unbedingt abzusegeln. Denn das wäre bestimmt sehr unvorteilhaft. Ups. Don't. Oh Mann. Komm schon. Halleluja. Gut, das dazu. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Okay, die Lücke hier vorne wird ein bisschen groß, aber was soll's. Das sieht doch schon ein bisschen nach was aus. Ja. Oh Gott, so viel Stahl. Das kann der Schmelzofen gar nicht schaffen. Machen wir erstmal unsere Bars. 8 mit dem 11 waren es 19. Haben wir ja schon fast. Gut, jetzt schauen wir mal, was wir an Zement. Beton. Jedes Mal wieder. Beton. Zement ist nur Bestandteil von Beton. Ja. 22 Minuten. Fantastisch. 12 Blöcke. Okay. Lassen wir das schmelzen. Setzen gleich nochmal oben unsere 4 Iron Bars. Nice. Okay, die Seite... Das ist fertig. Ehrlich. Das ist der Rest. Okay. Haben wir den jetzt so lang? Kein Nerv mehr jetzt dafür. Are you kidding me? Wieso passiert mir das? Nein! Missklick. Das ist so expensive. Blickst und zugenäht. Dreh. Na, geht doch. Was machen wir da? Am besten einfach nicht runterfallen. Gut, haben wir überall an den Ecken sowas. Warten wir also nur noch auf mehr Zement, mehr Bars. Gut. Jetzt wir das hier rein, weil wir waren ja zu dämlich. Dann brauchen wir Steel. Forged Steel. Gut, in der Zwischenzeit können wir ja mal gucken, wofür wir unsere Skill Points verwenden. Fortitude,
Healing Factor. Machine Gunner. Was bringt mir das? More Damage. 15% schneller. Ja, nehmen wir. Aha. Ja. Interessant. Boomstick. More. Beste. Wobei. Die Pistole wäre mir lieber. Wo ist die Pistole? Maschine gerne. Ganz länger. Gut, der nächste. 100% extra Schaden. Okay. 4 zu 6 full hits in a short time because a last shot 100% extra damage. Nice. Gut. Schauen wir mal. Forge Steel, 10 Stück. Thanks. So, hinein. Nein, nein, nein. Wir brauchen noch unseren Beton. Diesmal sage ich gleich Beton. Ich weiß noch nicht, ob wir unten eventuell vielleicht noch Lagerfeuer machen sollten, damit sie, soweit mir bekannt war, rennen sie da durch und gehen in Flammen auf. Das wäre vielleicht eine interessante Idee, weil Spikes ist allem im Allen ja eine gute Sache, aber weiß nicht. Dafür jetzt noch Material aufwenden möchte. Mal sehen. Gut. Na, ach, nein, schon wieder. Wieso? Expensive mistakes are made. Aber holy moly. So, 2, 1, 2, 3, also 5. Fünf Stück. Das sollte doch hinzukriegen sein. I am boss. Are you kidding me? Craft. 250? Wow. Kostspielig. Ach so, 125, das andere waren 2 Stück. Dann macht das Ganze auch Sinn. Das war der Gesamtbetrag. Eieiei. Einer noch, komm, einer noch. Einer. Damit ich das fertig bekomme. Hoffentlich. Und nicht schon wieder mich missklicke. Warum geht das nicht schneller? Ich verstehe das nicht. Komm schon. Wir haben alle Sachen hier drin. Die Bellows, den Anvil, Crucible Krempel. Und dann dauert das immer noch so ewig lange. Ich hasse es zu warten. Oh, komm schon. Kann auch nicht so schwer sein. Können wir Iron Bars nicht einfach irgendwie...
5. Herrlich. Steel. Forged Steel. 3 Stück. Besser als nichts. Gut, es ist gleich 18 Uhr. Da müssten wir langsam mal schauen, welches arme Gebäude wir dafür nutzen, um unsere Horde Night zu machen. Yes, I did it. Haben wir... Nein. Clever wie ich war. 18 Uhr. 18 Uhr. Come on. Let's go. Mehr. 15 Blöcke. Komm schon. 17. Nein. Spider-Man ist safe, weil er ist ja unsterblich. Der dämliche Bock. Der Haarbock. Na? Wie sieht's aus? 2 Blöcke? What? Zwei Blöcke? Ah, nein. Okay. Mehr Stier. 12. Die 2 Blöcke werden da wohl auch hinzukriegen sein. Komm schon. Trocknungszeiten. Gut. Was sollte hinzukriegen sein? Es sind 55, brauche ich 40. I got it. Aber das ist noch nicht getrocknet. Also kann ich leider diese Nacht die Horde Night hier noch nicht verbringen. Ein paar Fortifications fehlen noch, wie der Stahl. Aber auf jeden Fall die Horde Night danach, weil mehr bauen wir jetzt hier oben nicht an. Überall. Ach, guck mal, das ist eine wunderbare Exit-Strategie. Okay, 19 Uhr. Machen wir erstmal die Ecke. Die war schon wieder beschädigt. Welcher dämliche... Gut. Damit das Fundament wenigstens nicht gleich wegschwimmt. Gut. Also. Shut the door. Get on the floor. Wir brauchen ein Gebäude für unsere Horde Night. Am besten würde sich ja wieder mal das Gebäude neben dem Polizeiposten Gebäude machen vielleicht. Aber vielleicht was anderes ausprobieren. Da-da-da-da-da. Mini Tree Bell's Bakery.
hatten wir schon mal. Wobei. Ups. Wir haben nicht viel Auswahl. Wir müssen. Müssen zusehen, dass wir hier wegkommen. Ich habe keine Blöcke dabei. Ich werde verrückt. Wo sind meine Blöcke? Hier sind meine Blöcke. Da. Run! Stupidität! Ist besser. Okay. Wir sind ja wieder mal super vorbereitet. Mich gar nicht. Nein! Oh mein Gott. Das hätte ja sowas von schief gehen können. What the? Okay. Machen wir das anders. Verbindungsstücken stehen. Nicht, dass uns die ganze Hütte hier auf den Kopf fällt. Holy moly. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten hier? Oh no. Oh no, 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 no. Ich bin dabei. Gut. Haben wir das. Ready, go! Solange die noch brauchen, kann ich ja mal versuchen, den Safe hier zu knacken. Denn die Zombies sind ja nicht unbedingt die schnellsten. Okay, diese Folge wird jetzt ein bisschen länger wegen der Horde Night, aber das wird euch bestimmt nicht stören. Echt jetzt? Wirklich? Komm schon. Ich mach den Safe auf. Das kann doch einfach nicht. Mach das Ding auf. Ich glaube, ich spinne. Wow. Wow, meine Güte. So, wo sind wir? Ran. Schade. Ja. Und tschüss. See you later. Stick. Engaged. Wo seid ihr?
Ah. What? Halt doch mal still! Wo sind sie denn? Aha! Lady? Lady! Besser, ich pack da einen hin, bevor ich da reinfalle. Hey, hey, hey. Mama. Hm. Run, big boy. Tja. Das war's wohl, was? Gerade runtergescrollt und dann das. Gieß dir die Beine weg. Schnell unterwegs. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Dead. Huh. Wo seid ihr? Ah, da seid ihr. Und ab dafür. Ups. Da müssen wir die Spawnrate unbedingt erhöhen. Weil das ist. Das ist leider nicht genug. Wir sind in 20 Jahren immer noch da. Und ein bisschen was. Bisschen was Gefährlicheres. What? Hast du Glück gehabt, dass da der Stein war? Wow. Construction Man. Dead. Was machen wir denn jetzt nu? Hallo? Na sag mal, wo sind sie denn?
radiated. Okay, you are dead. Was ist jetzt hier? Kommt jetzt hier noch mal jemand? Wo bist du? Wo ist er? Gut. Hup, weg ist er. Wo seid ihr? Ich verstehe das nicht. Es ist Tag 59. Ja, stirb doch einfach. So. Gleich 4 Uhr. Wieder mal. Keine Herausforderung. Leider. Und ab dafür. Off with your head. Hey, warum springst du schon vorher? Du müsst ja gleich wieder hochgerannt kommen, der Dödel. Dödelman. Ernüchternd. Sehr ernüchternd. Lady? Das war's schon. Ganz miese Nummer gewesen. Tja. Hab den Hund gehört, aber ihn hab ich nicht gesehen. Bin ich schon darauf? Komm. Nur hier rum? Wo ist er? Ist er jetzt da oder was? Natürlich nicht. Ja, logisch. Also. Gut. Ich mache mich dann mal auf den Rückweg zu meiner Basis und dann vollenden wir den Rest. Und ich werde zwischendrin nochmal die ganze Schwierigkeitsstufe entsprechend hochdrehen. Also, wenn es euch gefallen hat, Like-Button drücken, abonnieren, gerne Kommentare hinterlassen. Wir sehen uns morgen.